Aktuell sind Milk and Sugar in den meisten House-Charts mit ihrer aktuellen Version von Let the Sunshine unter den Top 3. Ein perfekter Zeitpunkt, Steffen Harning, ein Teil von Milk and Sugar und der Produzent sämtlicher Produktionen von Milk and Sugar, in meinen Podcast zu holen. Mein Name ist Thomas Foster und in der aktuellen Folge von Thomas Foster Musikproduktion spricht Steffen Harning darüber, wie er dazu kam, ein Studio zu bauen. Wollt mir halt so ein E-Piano kaufen? Und da meinte der Verkäufer auch so in meinem Alter, hey, kauf dir doch gleich einen Computer und einen Synthi und dann machen wir zusammen Musik. Und ich dann so, ja klar, machen wir. Und haben dann quasi gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf House-Musik, haben das DJ-Duo ins Leben gerufen, haben ein Label gegründet und quasi aus meinem Studio kamen dann auch die Produktionen. Wie er den Chor von Let the Sunshine aufgenommen hat. Ja, und wir hatten die 10, sagen wir mal, besten Gospelsänger und Gospelsängerinnen aus München versammelt. Am Endeffekt haben wir 10 Spuren übereinander gelegt, um diese Dichte zu erzeugen. Und das heißt also 10 Leute 10-mal gesungen. Und dann hatten wir halt so diese Textur von dem Chorus, wo wir zufrieden waren. Also war eine aufwendige Aufnahme, aber ich glaube, auch das hat sich gelohnt. Welche Library er gerne beim Produzieren verwendet? Als wir mit House angefangen haben, gab es natürlich noch keine Libraries, die man verwenden konnte. Also wir mussten uns die Sounds selber machen oder haben sie uns halt von Vinyl gesampelt. Und davon habe ich natürlich noch eine große Library aus Anfang der 90er, die noch auf EXS, Logic EXS, also quasi im Sampler entstanden ist. Steffen spricht darüber, welche Bassdrum er gerne verwendet. Ich gebe mir für die Bassdrum natürlich viel Mühe, weil es ja das wichtigste Clubinstrument ist. Ich habe aber auch nicht das Schema F, dass ich immer dieselbe Bassdrum nehme, weil jeder Track, den wir machen, ist ja anders. Jeder Track hat eine andere Tonart. Sobald, dass ich einen anderen Bass benutze oder mit einem Sample arbeite, muss ich im Prinzip wirklich schauen, dass ich eine Kick dazu erfinde, die wirklich einfach harmoniert, dass es wirklich ein schönes Low-End gibt. Insofern probiere ich immer viel aus und komme dann auch manchmal auf 4 verschiedene Instrumente, die ich für eine Kick verwende. Welche Piano-Sounds er verwendet? Es ist so, dass das Piano, was wir 2003 bei Let the Sunshine benutzt haben, das habe ich irgendwo aus dem Internet, da gab es so, wie nannte sich das, so Soundforge Packs an ganz obskuren Sachen, die mal so frühe Sampler abgesampelt haben. Und das Piano hat vielleicht 30 Megabyte. Klang irgendwie scheiße, aber dadurch, dass es scheiße klang, war es halt auch wieder gut. Und M1 Piano von Korg, immer um es halt ein bisschen drahtiger zu machen. Gerne auch mal alleine. Und über vieles mehr. Meinen Podcast könnt ihr auf Spotify, iTunes, Google und allen anderen Plattformen hören. Natürlich gratis. Einfach nach Thomas Foster Musikproduktion suchen oder einfach den Link in der Beschreibung dieses Videos nutzen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin immer kreativ bleiben. Cheers!